Es sind nur wenige Handgriffe nötig und schon kann gekurbelt werden. Mit etwas Muskelkraft kommt dann Bewegung in das große Altarbild, das Johann Baptist Baader im Jahr 1758 gemalt hat. Und aus diesem Jahr stammt auch die Mechanik für das Heilige Theater hier in der Kirche Heiligkreuz in Landsberg. Mesner Heinrich Gion und Kirchenpfleger Stefan Arnold sind schon recht geübt beim Umbau dieses Theatrum Sacrum, des Heiligen Theaters, und wissen um dessen Bedeutung. Wir haben hier wirklich was mit alter Substanz zu tun. Die Heiligkreuzkirche gilt überregional als bedeutend für ihren Kirchenschatz. Und zum Kirchenschatz muss man eindeutig auch den Hochaltar bzw. die Mechanik für diesen Kulissenaltar zählen. Bezeichnend ist, dass wir eben vor Ostern das Altarbild ablassen, wo der Gekreuzigte drauf ist, und dann eben zu Ostern den Auferstandenen mit einer wirklich historischen Mechanik wieder emporsteigen lassen. Die Kirche Heiligkreuz ist eine ehemalige Jesuitenkirche und prächtig ausgestattet. Dass das Gotteshaus selbst und das Heilige Theater über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben sind, ist ein echter Glücksfall und ermöglicht einen Blick in das Glaubensleben längst vergangener Zeiten. Das ist vielleicht auch das Typische für unseren Glauben, dass zu unserem Glauben immer die Emotion auch dazu gehört, auch nicht nur des Wortes gesprochen wird, sondern auch, dass man was sieht. Heute, es gibt Filme, die man anschauen kann, allein Passion Christi und so dieser Film, wo Menschen einfach auch das bildlich sehen möchten. Wie kann das damals gewesen sein? Wie kann man sich das vielleicht vorstellen? Und das wollten, denke ich, die Jesuiten damals auch hier, den Menschen einfach wirklich zeigen, so war es damals, so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass es so gewesen sein könnte. Und darum ist das was ganz Besonderes hier. Immer zu Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten wird der Altar umgebaut. Und auch wenn das einiges an Arbeit und Geschicklichkeit für Mesner und Kirchenpfleger bedeutet, tun die Männer diese Arbeit gerne. Stefan Arnold arbeitet in und für diese Kirche schon in der dritten Generation. Man kennt es natürlich schon immer, die Landsberger wissen um den Schatz dieses Kulissenaltars. Die nächsten bedeutenden Altäre befinden sich in Diesen oder in Weltenburg. Aber hier in unserer Region ist es einfach was Besonderes, mit so einer Theaterbühne einen Gottesdienst zu umrahmen. Als Kind ist es ein Mords-Aha-Effekt. Man ist begeistert, wenn da wirklich noch was aufsteigt. Und jetzt als Erwachsener ist es natürlich umso schöner, wenn man es dann von hinten sieht aus dem sogenannten Backstage-Bereich und da Hand anlegen darf, ist nach wie vor eine große Freude. Die Kirche Heiligkreuz in Landsberg ist also nicht nur von außen ein prachtvoller Bau. Auch im Inneren gibt es so manchen Schatz, den es zu entdecken lohnt.